Hallo Leute, und willkommen zurück zu meiner Let's Play zu Pferd und Pony, Best Friends, mein Pferd. Und ja, wir haben hier unser Fohlen noch, unsere Susi, die jetzt wartet. Wie alt ist denn jetzt unsere Susi? Schon 1,8 Jahre. So alt ist unser Fohlen schon. Und ja, wir haben ja hier auch, ne, wir können ja hier einmal kurz mal zum Tagebuch gehen. Ich möchte hoch. So. Und dann gucken wir doch mal hier. Also wir haben ja schon einen Schönheitswettbewerb. Da haben wir den zweiten Platz bekommen. Und ja, erstes Tag, da haben wir unser Fohlen hier bekommen. Und Sachen gekauft. Pferdchen ordentlich longiert. Ja, dann halt eben das Turnier, wie ich es ja schon gesagt habe. Und ich würde einfach mal sagen, dass wir mal hier unser Pferdchen putzen sollten. Und zwar putzen wir das noch nie immer so doll, sondern nehmen nur das mit und das kommt noch mit. Den Schweifkamm und den Mähnenkamm, weil wir longieren es ja doch gleich und wird es ja wieder einmal dreckig und so. Dann bringt das ja nie immer so doll was. Wenn wir das jetzt so dermaßen ausstylen und fliegen, wer weiß wie. Das bringt ja absolut rein gar nichts. Weil, wie schon gesagt, also bringt ja gar nichts. Deswegen putzen wir hier unser Pferdchen mal eben, also unser Fohlen eigentlich sozusagen, aber es ist ja trotzdem ja ein Pferd. Na, bleibt ja nun mal ein Pferd. Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab? Ja, ich weiß. Sie hat ja immer ihr Pferdchen immer so doll lieb. Diese olle Besitzerin hier. So, dann wollen wir doch dich ordentlich mal longieren doch gleich mal. Dann würde ich einfach mal hier fertig geputzt haben, meine ich. Das dauert ja hier noch ein bisschen, bis man wieder sein Pferdchen auf Hochglanz hat. Dass man das auch wieder mit nach draußen nehmen kann, so ungefähr, und zeigen kann. Damit so ein schmutziges Pferd irgendwo hingehen, will man ja auch nicht. So, ich finde, das reicht erstmal, auch wenn die es wahrscheinlich noch nicht mal hier 100% haben oder so beim Fell. Aber es muss es ja auch nicht so sein. Meinen Hufen haben wir bis jetzt ja noch nie eigentlich geschafft, sozusagen 100% zu bekommen. Mal schauen, ob man das irgendwann vielleicht nochmal hinbekommt. Du bist wundervoll! Ja, dass man vielleicht dann doch einfach mal 100% bekommt oder nicht. Also einfach mal schauen. Und ja, mal einfach gucken, wie sich das hier alles noch so mit dem Fohlen hier auch entwickelt. Und dass wir das Fohlen hier einfach mal irgendwann echt groß bekommen und dass wir es irgendwann mal endlich reiten können, sozusagen. Es dauert zwar noch ein bisschen, man kann sich ja einfach hier noch ein bisschen vergnügen, auch an Pferd und so und mit dem Pferd natürlich. Und deswegen, also, ich bin da einfach guter Hoffnungen. Und ja. Also jetzt hier mit das Ding zu machen. So. So, dann gib mal hier dein Hinterbeinchen. Ne, das muss ja auch noch gemacht werden. Auch wenn das immer hier tierisch nah an dieser hinteren Kamera sozusagen ist. Aber man kann nichts anderes einstellen, hey, sozusagen. Super. Also es ist jedes Mal immer das gleiche sich hier sozusagen mit dem Pferd. Also das ist echt schon unglaublich. Also wie das Pferd sich hier auch entwickelt und ist und so und ja. Schon sehr faszinierend hier. So, dann gib mal jetzt das hier. Ich möchte jetzt das hier haben. So, dann müssen wir nämlich... Ah, nicht abrutschen. Dann müssen wir hier nämlich das hier jetzt noch eben mal schnell machen. Das Beinchen. Und dann müssen wir noch hier die Mähne machen und den Schweif. Und überhaupt sozusagen, da haben wir noch ein bisschen zum Putzen noch ein bisschen viel Arbeit vor uns, aber das macht ja nichts. Man hat ja Zeit dafür sozusagen, bis 20 Uhr auf im Spiel Uhrzeit sozusagen. Das kann man ja einfach so sagen. Klasse! So, dann müssen wir hier noch eben den Schweif putzen. Damit der Schweif wieder ordentlich glänzt und ordentlich sauber ist.
und nicht so dreckig und abartig sozusagen. So, den haben wir anscheinend schon fertig. Dann kommt jetzt hier nochmal eben deine Mähne. Auch nochmal eben hier sauber machen. Ja, ja, guck mich nicht so an hier. Die Mähne muss gemacht werden. Ob du nun willst oder nicht. Aber nun mach doch nicht wieder deinen Kopf hier nach unten. Wie soll ich denn deine Mähne hier machen? Immer dieses Fohlen. Manchmal auch immer so ein bisschen komisch, immer das Fohlen. So, Fohltchen, ne? Gut. Ach ja, mit 2 Jahren wollte ich dich ja, denn darfst du ja sowieso schon auf die Weide und so. Stimmt ja. Darfst du irgendwann sogar schon bald auf die Weide, ne? Jo. Das darfst du dann. So. Dann hole ich hier mal unsere Longe. Ah ja, hier. Was haben wir denn hier jetzt am Punkte? Fell 98, ja, Hufe 90 sogar. Mähne 96. Schweif 100%. Oh, ist alles doch gut. Was will man denn mehr? So. So, dann longieren wir dich doch mal wieder. Damit du gut in Form bist. Und nicht so komisch bist und so komisch aussiehst. Na, Lust auf einen Ausritt? Ja, naja, Reitklamotten hast du ja schon mal an, Lili, ne? Ja, hab ich ja auch angezogen. Bin ich ja dran schuld. Aber es macht ja nichts. Sie kann es ja tragen. Also von daher. So, dann lassen wir unser Pferdchen doch hier mal wieder ein bisschen im Brown Pen. Ja, viele sagen Brown Pen. Ich nenne das hier einfach jetzt mal Longierzirkel. Dass wir ihn hier einfach mal auf den Longierzirkel longieren. Damit das Pferdchen ja hier Spaß hat. So, halt mal Pferdchen. Wir müssen hier einmal Seitenwechsel machen. Achso, schon wieder falsch gedrückt. Entschuldigung, Pferdchen. So. Denn wir müssen es ja noch ordentlich hier trainieren und so, damit es, wenn es echt größer ist und so, dann hat es echt, wer weiß wie viel Ausdauer bestimmt schon. Und richtig gutes, durchtrainiertes Pferd dann. Womit wir dann echt gut ausreiten können und springen können und viele Sachen dann mit dem großen Pferd machen können. Aber dafür muss es natürlich erstmal wachsen. Bevor wir es reiten können. So, Pferdchen, ja, dann hast du es ja gleich geschafft im Schritt. Dann können wir gleich, genau, jetzt Handwechsel nochmal. Können wir hier sagen, so, jetzt kannst du schon mal ein bisschen galoppieren sozusagen. Ne, kleines Pferdchen. Denn wir müssen dich ja schließlich ordentlich schön machen, damit du ordentlich Muskeln schon mal wenigstens als Fohlen bekommst. Nicht, dass du hier so abstummst. Das wollen wir schließlich ja nicht. Ne, Pferdchen? Nicht, dass du uns wirklich hier so abstummst und so halt mal. Und jetzt nochmal Handwechsel. Oh, schon wieder hier falsch gedrückt. Oh, jedes Mal. So, und dann kannst du mich hier nochmal auf die Hand dich schütteln. Frei machen, sodass deine Gelenke warm sind, damit du gleich ordentlich Gas geben kannst, damit du abhesen darfst. Und das macht ja dieses Fett hier am liebsten. So, jetzt einfach mal Gas und einfach mal laufen lassen, das kleine Fohlen hier. So, ich bin auch echt mal schon mal gespannt, wann wir das nächste Schönheitswettbewerb oder Turnier haben sozusagen. Denn da antreten dürfen. Weil schließlich haben wir ja neue Sachen. Wir haben ja nochmal Minenschleifen, blaue Schleifen, damit wir unser Fohlen ja noch richtig schick machen können. Noch schicker, als es vorher mal überhaupt schon war.
Weil das würde ich denn echt schön finden. Und die Vögel, die singen hier so schön. Ah, oh, Pferdchen, du hast es doch richtig gut. So, stopp mal. Handwechsel. So, und Gas. Lauf, 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 Pferdchen. Ich musste ja noch ordentlich hier laufen, damit wir hier echt deine Fitness trainieren können. Ach, das sieht ja immer so schön aus, wenn das hier so einfach galoppiert. So, und bestimmt meckert irgendwann schon wieder irgendwas rum. Deines Pferdes sieht ganz schön dreckig aus. Also irgendwas sowas bestimmt. Oder erstmal die Hufen bestimmt oder so. Voll komisch immer, aber naja. Davon lasse ich mich nicht abbringen. Wird halt eben das Pferdchen dabei dreckig, dann ist es so. Wäre auch langweilig, wenn das Pferd sauber wäre oder so. Das wäre echt langweilig. So. Ja, was man so sonst hier so im Spiel erleben kann. Ja, wie gesagt, also halt eben. Also wir machen hier nochmal einen Handwechsel eben schnell. Wie schon gesagt, also gut, es dauert wahrscheinlich ein bisschen länger sozusagen, bis das Pferd irgendwann mal wieder ordentlich. Also wenn das ein richtiges Pferd ist und kein Polbär ist, das dauert. Aber ich finde, dadurch, dass sie halt eben wirklich hier jetzt auch diesen Longierplatz haben und so, finde ich, da kann man dann sozusagen auch schon mal drüber hinwegsehen und kann sich dann einfach so sagen, naja, okay, ist halt eben so, Pferdchen braucht halt eben, bis es wächst. Ist ja auch einfach so, ich meine, wirklich im Leben geht das auch nicht immer von heute auf morgen, dass es dann schon ein Pferd ist. Wäre noch schöner, wenn es so schnell gehen würde. Hätte man ja gar keine Zeit mehr, irgendwie das Fohlen Manieren beizubringen und so. Weil das sollte ein Pferd dann schon haben. So, was ist denn das jetzt da? Da sah ich ja die Mähne und sogar der Schweif, obwohl der Schweif bei 100% war. Na okay, Pferdchen, dann verlangsame mal das Tempo. So, machen wir hier auf die Hand diesen Galopp. So, und sagen hier nochmal kurz einmal, dass du hier ein bisschen runterkommst und nicht sofort in den Stall kommst. Sonst meckert bestimmt wieder das Spiel oder so. Du musst dein Pferd aber auch nach dem Reiten oder so noch ein bisschen verlangsamen und so. So, und wir gehen dann jetzt zurück zum Stall und werden hier unser Fohlen mal wieder hübsch machen und putzen und damit es einfach wieder hübsch und glänzt. Gut gemacht. Manchmal dieser Ton immer dabei, wenn man immer irgendwie zurückkommt und so. Oh, du bist aber ein feines Pferdchen, auch wenn ich dich gerade nur hinten kraule. So, dann nehmen wir das und das und das und das Handtuch. Achso, sah eben so komisch aus, als wenn da noch ein Handtuch liegen würde. Ich wollte schon sagen, wann habe ich denn so viele Handtücher? Und dann wollen wir dich doch mal wieder striegeln. Nicht, Pferdchen, damit du auch wirklich wieder hübsch bist. Und daran liegen aber, dass es nach 20 Uhr oder so im Spiel ist. Und er meint so, jetzt muss man fertig sein. Ich meine, sonst lagen ja eigentlich ja wirklich immer echt gut in der Zeit sozusagen. Eigentlich haben wir es ja echt immer gut geschafft, dass wir es eigentlich auch echt immer recht sauber bekommen haben, das Pferdchen. Und nicht dreckig zurückgelassen haben. Weil sonst ist es mir manchmal eigentlich mal echt irgendwo auch manchmal sozusagen passiert. So. Also da habe ich es echt nie nochmal wirklich geschafft und dann hat er natürlich das einfach abgebrochen und ja. Ich bin auch mal gespannt.